Das Stück erzählt die Geschichte des jungen Ross Gardner, der vom Gericht dazu verurteilt wird, Sozialstunden bei dem Mann abzuleisten, den er fast mit dem Auto überfahren hätte. Ich bin zum gemeinnützigen Dienst verurteilt worden. In den nächsten 6 Monaten komme ich einmal pro Woche, um Ihnen zu helfen. Waren Sie, der den Wagen gefahren hat? Ja. Den Wagen, der mich angefahren hat. Ich habe Sie nicht angefahren, ich habe Sie fast angefahren. Jetzt sind Sie in meiner Wohnung? Glauben Sie mir, das war nicht meine Idee. Was macht denn ein Mörder in meiner Wohnung? Ich bin doch kein Mörder. Der einsame, ziemlich schrullige alte Jude, Mr. Green, kann mit Ross' Gesellschaft zunächst überhaupt nichts anfangen. Nach und nach entsteht zwischen den beiden ungleichen Männern dennoch eine tiefe Freundschaft, die auf eine harte Probe gestellt wird. Das Premierenpublikum war begeistert von der tragikomischen Männerfreundschaft. Ich fand es eine sehr leise, sehr anrührende und trotzdem sehr humorvolle, sehr menschliche Geschichte, die mich selber auch sehr angerührt hat. Das ist nicht das erste Stück, das ich von denen gesehen habe, und die inszenieren immer, finde ich, sehr dicht und sehr spannend, und es macht immer Freude zuzuschauen. Meine Frau und ich, wir sind sehr begeistert von der Inszenierung, von dem Stück, insbesondere von den Schauspielern. Hat uns sehr gut gefallen. Der Inszenierung ist deutlich anzusehen, dass die Chemie zwischen den beiden Darstellern, Dirk Bender als Mr. Green und Joachim Asfalk als Ross, auch außerhalb der Kulisse von Mr. Greens Wohnung gestimmt hat. Es war zum ersten Mal, dass ich ein Zwei-Mann-Stück hatte und dann noch jetzt hier mit Dirk Bender, der schon einiges an Theatererfahrung hat, und ich konnte nicht so viel vorweisen, das heißt... Ich habe mich denn vorgewiesen? Ja. Ich habe Dönig naja. Erzählt aus der Theaterwelt. Ein, zwei Geschichten kamen dann schon, gell, wo man dann so klar. Dachte, ja, okay, ich bin so ziemlich grün hinter den Ohren, aber genau, wir haben uns dann gefunden. Mit viel Humor, aber ohne jede Respektlosigkeit, greift das Stück Themen wie Diskriminierung, jüdisches Leben oder Generationenkonflikte auf. Kennen Sie noch andere Schule? Andere was? Andere Schule, Sie kennen keine. Sie haben die gleichen Vorurteile, die man gegenüber den Juden hat. Sie lügen, sie betrügen, sie sind alle Taschendiebe. Ich möchte mit jemandem zusammenleben, den ich liebe. Ja, das sollst du auch, Ross. Aber nicht mit einem Mann. Dem Regisseur und dem Ensemble ist Mr. Green so sehr ans Herz gewachsen, dass im Herbst nächsten Jahres die Fortsetzung, Mischpoke, neuer Besuch bei Mr. Green, als deutsche Erstaufführung im kleinen Theater Premiere feiern wird. Nach einer turbulenten Zeit, in der sogar der Fortbestand des jungen Schauspielensembles gefährdet war, freuen sich der Regisseur und die Schauspieler nun über den Neustart des kleinen Theaters unter der Trägerschaft des Sozialpsychiatrischen Zentrums. Da sind wir vor allen Dingen der Gemeinde Haar dankbar. Also ab 2014 jährlich mit 50.000 Euro, das hatten wir noch nie. Und jetzt wird es hoffentlich ein bisschen leichter. Eine große Unterstützung wären sicherlich auch viele Zuschauer, die ins kleine Theater kommen, um Besuch bei Mr. Green auf der Bühne zu erleben.